Mein Name ist Gerhard Kirchhoff. Ich komme auch aus Olpe am Biggesee. Es handelt sich hier um einen Mercedes vom Typ 312 LA Fahrgestell, LA für Lastwagen Allrad. Das Baujahr ist 1959 und das war das erste Tanklöschfahrzeug im gesamten Kreis Olpe. Hatte früher auch eine Vorbauseilwinde, die hat man aber dann entfernt aus technischen Gründen. Ja, Motor, wie gesagt, ist ein Turbomotor, 90 PS mit Turbo auf 100. Das haben wir sonst noch Schönes, ein Wassertank von 2400 Liter Fassungsvermögen über eine fest eingebaute Feuerlöschkreisepumpe, FP1624, 2400 Liter in der Minute. Staffelbesatzung. Staffelbesatzung heißt ein Fahrer und 5 Mann, 6 Personen. Das Fahrzeug wurde 1972/73 bei der Stadt Olpe ausgemustert und ging an die Löschgruppe, die zu uns gehört, Oberfeischede, 10 Kilometer von uns entfernt, Richtung Lennestadt. Das ist dann die Grenze von uns. Die haben den dann noch gefahren bis 1983/84. Dann haben wir den ein Jahr lang zerlegt. Motor raus, Kabine, Türen raus, Fenster raus, Himmel raus, Aufbau runter, alles abgehoben, was machbar war. Dann ist der neu sandgestrahlt worden und wieder neu aufgebaut. Und 1985 kam das Fahrzeug zum ersten Mal wieder in Dienst. Also Dienst direkt nicht, aber als Oldtimer auf die Straße. Beim Festzug-Jubiläum in Attendorn. Ja, was haben wir sonst noch? Wem gehört das Fahrzeug? Das Fahrzeug ist jetzt der Feuerwehr Olpe. Das wurde seinerzeit vom vorhergehenden Bürgermeister, dem Oldtimer-Verein, geschenkt. Und ja, das ist jetzt im Bestand. Und die Pflegearbeiten, das bin ich. 2400 müsste raus. Also, man sieht ja schon hier, nicht? Keinen verstellbaren Sitz, außer zwei Zacken. Für dicke Leute nicht geeignet. Und einfach Armaturenbrettbeleuchtung. Das war Armaturenbrett, also das ist so der Hit ist das. Einfache so. Technik. Ja. Dann vorglühen, aber er ist ja noch warm, er wird sicherlich jetzt so angehen. Dann mach da mal offen, bitte. Ist er noch so einigermaßen original bestückt, oder? Wir versuchen, so gut es geht. Ja. Also man sieht ja schon die kleinen D-Schläuche mit den Messingkupplungen noch, das hat man ja heute gar nicht mehr. Also hier ist zurzeit jetzt was außer Betrieb genommen worden, das wird repariert. Aber man kann es ja trotzdem mal zeigen, das Kopfteil fehlt hier. Das will uns jemand wieder neu besorgen. Das ist die Wasserpumpe jetzt. Das ist die Pumpe, wo ich eben von sprach. Ja. Standrohr. Weg auf? Nee, das wäre eben eine Qual gewesen für ihn auf dem Blattfedern. Ja.
sieht man den Turbolader. Turbolader von 1959. Ja. Bringt 10 PS. Ja. Nochmal einen Deckel drauf. Pendelwinkel haben wir noch.